Yo, schönen guten Tag. Heute mal wieder pünktlich um 14 Uhr. Spart euch eure Kommentare, okay? Ich hoffe, euch geht's gut und ratet mal, was wir heute machen. Was denkt ihr? Werden wir heute irgendetwas lernen? Werden wir uns mit Bildung beschäftigen? Mit Wirtschaft? Sozialökonomie? Nein! Wir schauen uns heute TikToks und Instagram Reels an, die mich bis in meinen Schlaf verfolgen. Let's fucking go. Und falls ihr dachtet, dass ihr heute einen schlechten Tag habt, guckt euch mal bitte diesen armen Typen an. Oh, mein. So, erlebt. Du bist selber. Ja, super. Und jetzt liegt er da im Beast-Mode. Aber sag mir ehrlich, wie konntest du denn so reinschießen? Bre, du wurdest einfach zum Blumenbeet selber. Glückwunsch. Sieht aber gemütlich aus. Gibt's da vielleicht noch einen Platz für mich? Ich würde mich dazulegen. Women. Frauen. Ich sag dir ehrlich, Frauen. Wie passiert denn sowas? Also, wie dumm muss man denn sein, um diesen verf***ten Helm so aufzusetzen? Bra, come on. Come on. Die hat einfach Gehirnzellen wie ein Apfel. Klasse. Super. Und wie konnte der andere auf dem Motorrad das nicht checken? So, was geht da ab? Stellt euch mal vor, ihr seid so entspannt mit euren Jungs im Trampolinpark. Ihr wollt einfach nur ein bisschen jumpen, paar Tricks machen und eine lustige Zeit mit Freunden haben. Und dann taucht auf einmal dieses Kind vor euch auf. Wow, what the fuck? Das ist vom Teufel besessen. That's f***ing insane, bro. What the fuck? Ey, dort steht der Satan vor mir. Er hat sich verkleidet. Sowas kommt straight up aus der Hölle. Würde ich dieses Kind dort sehen im Trampolinpark, ne? Also entweder ich würde wegrennen, weil das ist schon echt abgefuckt und gruselig. Oder ich würde so anlaufen, hinten an der Wand Boost mitnehmen und dann Dropkick, boom, voll in die Fresse von dem teufelbesessenen Ding. Ja, genau so würde ich es machen. Okay, beim nächsten Clip. Ich ziehe mich jetzt schon mal aus der Verantwortung, okay? Ich habe nichts damit zu tun und ich würde sowas auch niemals unterstützen oder mich drüber lustig machen. Now we know. Thank you for the follow. Na, der ist ehrenlos. Ich distanziere mich. Nicht! Ich gebe meinen F*** auf die Regeln. Versteht ihr das? Und wo wir gerade schon so bei ehrenlosen Clips sind. Oh, Junge. POE, Queen Elizabeth won the Gulag. Yes, sir! Wir haben sie wieder! Let's go! Sie wurde gerebootet. Ehrenlos eigentlich. Eigentlich richtig ekelhaft, dass ich hier sowas in die Videos packe. Ich distanziere mich diesmal wirklich. Wirklich. Nicht! This is the greatest escape ever. Boy, what the f*** going on in Miami, bro? Boy, she would've got it in there. No! Shit, that shit just disappeared! Dicker, der hat sich einfach wegteleportiert. So macht man das auch, wenn man verfolgt wird. Wieso wegrennen? Wieso wegfahren? Teleportier dich einfach, Bro. Sehr, sehr starke Methode, wirklich. Wege, einfach Geld zu verdienen. Teil 1. Im Club so tun, als wäre man die Reinigungskraft. Ich sehe hier einen echten Hustler. Andere gehen in den Club, um sich volllaufen zu lassen und gottlose Dinge zu machen. Und der Bre macht Para 24/7 am Hustlen.
Get the bag, bro. Get the money. Put the money in the bag, bro. Aber bis jetzt sehe ich da maximal 3 Euro. Der Eintritt war doch bestimmt ein Fünfer. Also bis jetzt hast du miese gemacht. Und vielleicht, wenn die Security noch reinkommt, bekommst du sogar noch Hausverbot und wirst rausgekickt. Aber trotzdem Respekt der Hustle. Ich würde es aber, glaube ich, nicht machen. Getragene Socken verkaufen ist an der Stelle viel lukrativer. Vertraut mir, damit macht man richtig Kohle. I planked 9 hours. I planked 10 hours. Wow! Let's fucking go! An alle, die hier manchmal ein paar Motivationsschwierigkeiten haben, macht's wie Jeremy Fragrance. Steht einfach frühs auf, ohne T-Shirt, geht raus und sagt euch das selber. Als ich in meiner Welt bin ich die absolute und totale Nummer 1. Ich bin der Beste, ich bin der Krasseste, keiner ist krass als ich. Keiner ist besser als ich. Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfüm-Ikone, die den Lehren von Jesus folgt. Ich bin der Beste. Ich bin der Krasseste. In meiner Disziplin bin ich die Nummer 1. Original ich, wenn ich einmal in der Woche beim Sport war oder es endlich geschafft habe, die Spülmaschine richtig einzuräumen. Ja, wie gesagt, ihr wisst alle, was ihr zu tun habt, um euch selbst zu pushen. Oh Mann ey, ich habe einfach immer die besten Tipps hier. Und hier gleich noch einer. Falls ihr mal vorhaben solltet, nach Indien zu gehen, esst auf gar keinen Fall etwas von diesen Streetfood-Ständen. Bah, mit deinen Zähnen, Bruder, bitte hör doch auf. Die machen einfach Pizzateig auf den Straßenboden. Geil, lecker. Wer wohl der Glückliche danach war, der sich die Pizza reingesnackt hat. Haha, ist das ekelhaft, Mann. Ist das dein Ernst? Feuert den sofort! Schmeißt den raus! Bruder, der muss ins Gefängnis. Ich schwöre, sowas geht gar nicht. Supergeil, guck mal. Der wäscht einfach seine Hände in diesem Teig oder was das sein soll. Ja, das ist auch das Beste, was du jetzt tun kannst. Zieh einfach durch, Bro. Hau rein, komm am besten nie wieder. Und wisst ihr, wer jetzt auch reinhaut und nie wiederkommt? Ich! Und deshalb, wenn ihr der Meinung seid, dass ich für immer wegbleiben soll, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out!